Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir, die Linksfraktion, begrüßen und unterstützen den Antrag der Piratenfraktion zur Legalisierung von Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus. Ich möchte an dieser Stelle an uns alle appellieren, machen wir uns die Sache nicht einfach, indem wir nach dem Motto verfahren, diese Menschen sind selber daran schuld, dass sie keinen Aufenthaltsstatus besitzen oder nur noch geduldet werden. Wie im Antrag ausführlich dargelegt, gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen in unserem Land keinen legalen Aufenthaltsstatus besitzen bzw. nicht mehr besitzen. Ich möchte diese heute hier nicht wiederholen. Nach unserem Verständnis von Menschenrechten und dem Auftrag des Grundgesetzes haben auch diese Menschen einen Anspruch auf eine humane Behandlung und auf eine neue Chance, ein menschenwürdiges Leben hier bei uns anzufangen. Drei im Antrag ausführlich erläuterte Gründe für einen Neuanfang möchte ich nur als Überschrift heute hier nennen. Erstens Menschenrechte, zweitens Anerkennung von gesellschaftlichen Realitäten und drittens Entlastung von Behörden und Polizei. Viele dieser Menschen leben unter unwürdigen Wohnverhältnissen, werden auf dem Arbeitsmarkt brutal ausgebeutet. Ihre Gesundheitsvorsorge ist, wenn überhaupt möglich, katastrophal. Ihre Kinder haben keine Bildungsmöglichkeiten und keine Zukunftsperspektiven. Ein möglicherweise krimineller Lebensweg ist dadurch vorgezeichnet. In welche Angst, entdeckt und abgeschoben zu werden, diese Menschen leben müssen, vermag ich mir gar nicht heute hier vorstellen. Wir unterstützen auch die Forderung im vorliegenden Antrag, dass dieses Ziel nicht durch Strafvorschriften, beispielsweise § 95 Aufenthaltsgesetz, eingeschränkt wird. Der Bund, sehr geehrte Damen und Herren, hat bekanntlich in den letzten Jahren das Aufenthaltsrecht und das Asylrecht massiv verschärft. Diktaturen wurden als sogenannte sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Von der skandalösen Kapitulation vor der AKP und Erdogan-Regierung in der Türkei ganz zu schweigen. Und das Land Berlin hat sich am Oranienplatz lächerlich gemacht, indem eine von einer Senatorin unterzeichnete Abmachung von einem anderen Senator gekippt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie im Antrag ausführlich dargelegt, wäre solch eine Legalisierung auch kein Novum. Weltweit hat es in den vergangenen Jahren in vielen Staaten vergleichbare Regelungen gegeben. Dort hat es diese Koalition nicht gegeben. Diese Regelungen waren unterschiedlich ausgestattet. Die Kriterien waren teilweise eng, meiner Ansicht nach zu eng gefasst. Aber nicht nur die USA, sondern auch die EU-Staaten haben in dieser Richtung richtig gehandelt. Auch die Bundesrepublik wäre dies kein Novum. Die Bleiberechtsregelung der Bundesinnenministerkonferenz hat für rund 20.000 Personen einen Aufenthaltsstatus gebracht. Eines der gängigen Gegenargumente für eine Legalisierungsoffensive ist, diese könne weiterem sogenannten illegalem Zuzug Vorschub leisten. Wir meinen, wir sind hier in einer humanitären Verpflichtung und diese sollten wir ohne Angst erfüllen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist es bewusst, dass gerade in Zeiten, wo AfD und andere menschenfeindliche Parteien und Bewegungen Zulauf erhalten, solch eine Maßnahme nicht gerade als populär bezeichnet werden kann. Es gibt ja aus der sogenannten politischen Mitte genug Vorbeugungen Richtung AfD und Co. Das erleben wir auch gerade in Treptow-Köpenick, wer an Montagsdemonstrationen dort teilnimmt. Aber gerade deshalb, nicht nur um den betroffenen Menschen zu helfen, sondern um auch ein politisches Zeichen zu setzen, sollte das Berliner Abgeordnetenhaus diesen Antrag heute hier verabschieden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege.